Hey Freunde, was geht, Momo hier? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ja, mir wurde hier was zugeschickt von der Firma Novoo. Das ist ein 6-in-1 Hub, den ich hier ein bisschen testen durfte. Und ich wollte einfach mal meine Erfahrung damit schildern. Und ich muss sagen, so ein 6-in-1 Hub macht auf jeden Fall für uns MacBook-Nutzer ziemlich viel Sinn, weil wir haben ja jetzt nur USB-C-Ports und um alte Peripherien, die USB 2.0 oder 3.0 noch unterstützen oder ein SD-Karten-Slot, wenn man den braucht, einen guten zu finden, ist immer so ein bisschen schwierig und es gibt da viele auf dem Markt. Ich habe auch die ein oder anderen schon getestet. Ich bin immer ein Fan davon, wenn die ganzen Hubs so ein bisschen dem Stil der MacBooks gerecht werden und auch so stylisch daherkommen, wie das hier von Novoo. Und das ist so ein Aluminiumgehäuse, ist ein bisschen angelehnt an das MacBook, fühlt sich ähnlich an, ist auch ziemlich kalt und finde ich auch cool. Das Ganze hat so 6 Ports. Ich gehe mal einmal durch, was wir hier sehen. Wir haben hier vorne einmal einen HDMI-Port. Damit könnt ihr das Ganze an eurem Monitor betreiben. Auf der linken Seite hier dann einmal ein USB-C-Port. Der ist auch Path-Through, also für Power Delivery und hilft euch dabei quasi bis zu 60 Watt an euren Laptop zu schießen. Das ist für manche Laptops genug, aber für meinen 16 Zoller, das reicht nicht. Und ich merke schon auch beim Film, dass ich da ein bisschen an Energie verbrauche. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann wenn ich zu viel Render und einen großen Monitor betreibe, dann ist der Akku dann auch ganz schnell mal leer und dann muss ich gucken, dass ich den Akku mit einem extra Kabel nochmal speise. Und hier haben wir dann 2 USB 3.1 Ports. Auf der rechten Seite haben wir dann nochmal SD-Karten-Inputs und hier einmal noch einen ganz normalen SD-Karten-Slot und einen Micro-SD-Karten-Slot. Super praktisch, um sowas zu haben. Ist ein schön langes Kabel. Das kann dann auch so ein bisschen um die Ecke gelegt werden und ist nicht direkt. Es gibt auch Versionen, die dann quasi hier direkt dran gepackt werden und dann 2 Ports verbrauchen. So hat man die Möglichkeit, den einzelnen Port noch weiter zu nutzen und braucht nur einen so reingesteckt und sieht dann so aus. Ist jetzt nicht die feine Art. Muss schon zugeben, das ist von Apple ziemlich schlecht gelöst. Also ein SD-Karten-Slot, hoffe ich, dass die neuen MacBooks den wieder haben. Der Dongle sitzt ziemlich gut drin, also ist ein fester Grip. Es gibt welche, die sind dann nicht so sicher und secure. Und ich fand das Ganze ziemlich praktisch. Wollte ich euch hier einmal vorstellen in einem ganz kleinen Video. Da gibt es nichts Großartiges zu sagen. Ich werde noch ein extra Video machen, in dem ich die Geschwindigkeit der SD-Karten-Lesegeräte hier mit meinem existierenden Modellen vergleiche. Ja, und jetzt haben wir hier alle 3 Hubs mal im Showdown und ihr seht, die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten, da bricht man sich auf jeden Fall keinen Zahn aus. Alle 3 haben wohl ähnliche Komponenten auch verbaut, da tun sie sich gegenseitig nichts. Die anderen sind ein bisschen teurer, aber auch jetzt nicht die Welt. Falls ihr da schnellere Geschwindigkeiten braucht, dann müsst ihr zu einem spezialisierten Gerät greifen, aber das ist dann auch kein Problem. Das soll es dann erstmal von mir gewesen sein. Kleines Video hier zum Feierabend wollte ich euch auch mal machen, damit ich ein bisschen mehr auch Content bringe wieder auf dem Kanal, um ein bisschen in Stimmung zu kommen, auch regelmäßig mal wieder Videos zu machen. Ich hoffe, euch konnte es gefallen. Links dazu gibt es in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.